Wir sind in der Technik 15 Personen. In meinem Team sind aktuell 3 Leute zusätzlich mit mir. Ja, unser Team ist im Prinzip, wir sind sehr organisiert und strukturiert, speziell im Bereich der Automatisierungstechnik. Das Tolle an dem Team ist, und das ist wirklich fantastisch, ich kann mich nicht erinnern, nicht einmal, dass wir irgendein Problem nicht gelöst hätten. Und also die Herangehensweise, wirklich es auch lösen zu wollen und dann ein zusammenhelfen und schauen, wie es kümmert war, dass das geht. Also ich arbeite im Normalfall so mit 2 bis 3 Leuten zusammen. Und die gute Thema besteht für mich darin, wenn es irgendwo Störungen sind oder größere Probleme, dass auch alle übergreifend, also auch Schlosserhüfte elektrisch und Umdraht zusammenarbeiten. Also mit unserer Führungskraft in der Abteilung habe ich ein gutes Verhältnis. Er unterstützt uns nach Leibeskräften und ist Ansprechpartner Nummer 1. Die Firma Pfanner wird alljährlich zu einer relativ großen Weihnachtsfeier, die auch sehr gut angenommen wird. Dann haben wir im Herbst immer am Ende der Sommersaison, wenn so der größte Durst gelöscht ist, haben wir immer eine Grillfeier. Es ist immer im Winter ein Skitag. Da wird dann ein Bus gechartert und dann wird halt in die Berge gefahren zum Skifahren. Und es können natürlich auch Leute mitfahren, die nicht aktiv Skifahren. Und das findet eigentlich jedes Jahr statt und ist immer sehr gut für den Zusammenhalt.